Wenn ich jetzt ein Binom mit einem Binom multipliziere, brauche ich nur jeden Teilnehmer vom ersten Binom mit jedem Teilnehmer vom zweiten Binom multiplizieren. Also den ersten mit dem ersten. Das ist also 3 mal 4 ist 12, x mal x ist x Quadrat. Den ersten mit dem zweiten. 3 mal 3 ist 9. X mal y ist xy. Und das war halt plus mal plus ergibt plus. So, dann nehme ich den zweiten vom ersten Teilnehmer und multipliziere mit dem ersten. Da sehen wir schon. Plus mal plus ergibt mir plus. 2 mal 4 ergibt 8. X mal y, wir sortieren das immer nach dem Alphabet, ergibt xy. Und da dann den zweiten mit dem zweiten. Plus mal plus ergibt plus. 2 mal 3 ergibt 6. Y mal y ergibt y Quadrat. Und dann können wir immer noch schauen, gibt es irgendwas, was gleich ist, was wir zusammenfassen können? X Quadrat kommt nur einmal vor. Da gibt es also nichts zum Zusammenfassen. Erledigt. XY, XY, da haben wir 9XY plus 8XY, das ist plus 17XY. Und dann haben wir da noch Y Quadrat. Das gibt es sonst dann nirgendwo. Also plus 6y Quadrat. Fertig.